Ein Brand wütet in eurer Stadt. Ja, super, ey. Der Brand ist mir doch egal. Zack. Zack. So, jetzt haben wir uns das endlich mal leisten können. So, dann kannst du mal anfangen hier. Ich hoffe, die Bilanz ist immer noch gut. Die ist immer noch gut. 104. Ja, wir sollten doch eigentlich... Ah, schnell, jetzt aber. Zack, fertig, wunderbar. Dann kannst du doch auch loslegen. Obwohl, die Felder brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen, oder? Ach nee, geht schon. Wunderbar. So, dann warten wir aber erstmal ein bisschen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Gelagert ist. Ja genau, das habe ich jetzt auch schon wieder nicht verstanden. 500 auf einmal minus. Ich glaube, der Händler war nicht mal da. Hm, na gut. Ich weiß es nicht. Das Land aus. Was? Jetzt noch eine Dürre, na sicher. Na sicher doch. Das hat mir eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Kann man diese... Oh! Vielleicht sollte ich da doch mal drauf reagieren, oder? Ups. Ja, du bist pissig, das kann ich verstehen. Ich reiß mal lieber die Häuser hier ab. Scheiße. So, ich glaube, da kann ich direkt drauf bauen. Die Häuser kosten zum Glück kein Geld. Und wir können auch gleich ein bisschen das Holz wieder ein bisschen zurückfahren. Was ist, wenn ich hier noch baue? Ist das... Das muss ja auch alles noch in dem Bereich immer drin sein. Okay, Kirche und so nicht mehr. Aber Brauerei und so ist noch drin. Das ist wunderbar. Dann machen wir das hier mal. Hier. Ja, gut, da ist es nicht mehr drin. So. Aber trotzdem haben wir... Ich habe auch immer noch das Gefühl, dass sie einige wieder zurückbauen. Das ist natürlich scheiße. Ganz großer Mist. Die Siedler sind teilweise auch echt nicht zufrieden hier. Ja. Warum auch immer. Warum ist er zum Beispiel nicht zufrieden? Er hat doch eigentlich alles. Na gut, bis auf jetzt Kirche und so, aber das haben die anderen auch alle nicht. Der ist sogar noch besser ausgestattet, was Stoff und so angeht. Okay, Alkohol vielleicht nicht so ganz, aber... Deswegen sind die doch auch nicht sauer. Hm, okay. Da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Warum der so schlecht drauf ist. So, haben die was angesagt? Ah, perfekt. Guck mal, jetzt können wir ihn wieder aufmachen. Auch wenn das natürlich jetzt für die Bilanz nicht so gut ist, aber wenn die erstmal wieder alle Alkohol haben, dann sind die auch viel zufriedener. Ah, jetzt geht das hier doch auch los mit dem Bierbrauen. Fertig. Perfekt. Ich hoffe, das reicht. Die saufen hier ja so viel in der Stadt. Das kann man ja kaum bändigen. Ein Brand wütet in eurer Stadt. Warum brennt das ja nicht ständig? Was machen die denn? Vielleicht sollte ich mal die Schuhentwicklung... Moment, warum ist das so dunkel jetzt hier? Kann ich da was vorantreiben? Ne, mit dem Wissen sicherlich nicht. Oh ja, wer haben wir schon? Was ist das hier? Steinbrücke, okay. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eine Weberei. Achso, die ist zu teuer, das können wir uns hier nicht leisten. Okay, Medikus. 50 Wissen. Ich glaube, das kriegen wir nämlich dann auch mit den Bürgern. Dann kriegen wir auch dieses 50 Wissen hin. Aber wir haben ja leider noch keine Bürger. Ich meine, der letzte Schritt wäre natürlich, also die Kirche müssen wir definitiv ja bauen. Aber die Überlegung wäre halt, dass wir Gewürz und Tabak, dass wir das mal einkaufen. Vielleicht verkauft er das hier auch. Und da wir momentan ja auch kein Geld haben. Wo ist denn sein Konto überhaupt? Ist das hier das Konto? Nee. Was ist das denn? Ach, das ist eine Fischerhütte. Nee, stimmt, das Konto war weiter unten. Ja, da. Was verkauft er denn überhaupt? Er verkauft Stoffe, okay. Kein Alkohol, warum steht es dann drin? Steine und so, das brauchen wir ja alles nicht, bis auf Stoffe vielleicht. Hm, 53. Ja, ist ja auch cool, dass er mir nicht anzeigt, was, aber 53 Taler, schon klar. Aber wir können uns ja im Moment sowieso nichts leisten. Also brauchen wir auch nichts einzukaufen. Ist das nicht schön? Konnten wir hier denn überhaupt irgendwas anpflanzen? Ich glaube, das wäre blöd, wenn wir es nicht könnten, oder? Hopfen, Wein. Ja, super. Das können wir, glaube ich, auf unserer Insel auch alles anpflanzen. Ja, bringt bloß jetzt nicht so viel in der Hinsicht. Das heißt, wir brauchen entweder noch eine Insel. Erstmal brauchen wir ein Schiff.
Weil wir können keine Insel erobern, wenn wir kein Schiff haben. Das ist ja klar. Was haben wir hier? Ich glaube dasselbe, ne? Heilkräuter, ja. Ja, das ist auch das gleiche. Vor allen Dingen ist da der Feind auch überall so nah. Die haben wir noch nicht, okay. Die haben wir auch noch nicht. Wieso haben wir die denn alle noch nicht? Haben wir die nicht alle erforscht schon? Okay. Ah, die haben wir erforscht. Das ist Gewürz, oder? Ja, okay. Wir können das ja so machen, dass wir halt zumindest eine Sache irgendwie anpflanzen. Wir müssen auf jeden Fall zu der Insel hier mal hingucken. Wenn wir dann mal wieder ein Schiff haben. Oh, das ist auch ein kleiner Händler. Und der hat anscheinend auch nicht wirklich was gekauft. Das ist natürlich die Frage. Wir brauchen auf jeden Fall Stoffe. Das ist echt Mist, immer dieses Stoffproblem. Stoff, Alkohol, das haben wir alles nicht. Ich hoffe jetzt so langsam, dass wir zumindest Alkohol wieder haben. Aber selbst Alkohol haben wir nicht. Und Salz geht uns jetzt auch aus. Und Leder, ach du Scheiße. Oh nein, wir stehen vor Problemen, glaube ich. Und wieso haben wir überhaupt kein Leder mehr? Okay, die laufen hier auf Hochtouren anscheinend, oder? Aber es ist nicht so, dass wir das Tier heute irgendwie haben. Moment, wo waren die? Nee, gar keine. Okay, dann brauche ich die anderen beiden Gerbereien auch nicht anzuschalten. Das macht dann sowieso keinen Sinn. Wieso verdammt sind wir schon wieder minus? Muss doch mal jetzt da rausgehen aus der Schuldenfalle. Ah, jetzt sind wir raus. Ah, gleich sind wir wieder dran. Pass mal auf, das geht schnell. Oh, das war gut mehr. Oh, jetzt sind wir wieder dran. Natürlich. Wahrscheinlich kommt gleich wieder so 500 minus. Zack. Na? 1, 2, ja, super. Was ist denn das mit der Bilanz? Die soll doch gut sein. Muss doch mal gut sein. Und das machen wir hier schon richtig Alkohol auf Hochtouren. Das wird trotzdem nicht mehr. Haben denn jetzt wenigstens die Wirtshäuser was? Will die auch nichts abbekommen haben? Dann. Das hat nichts. Okay. Oh, immerhin eine Tonne. Na gut. Eure Stadt entwickelt sich zu einer blühenden Metropole. Okay. Nur weil das Haus jetzt gekommen ist? Ich dachte, das wäre das Bürgerhaus oder so, aber das ist ein Siedlerhaus. Warum sagt er jetzt blühende Metropole? Was? Was ist hier los? Ach, das ist bestimmt wieder hier so. Ah, okay, alles klar. Naja, ich weiß warum. Weil die nicht an den Händler rankommen oder an den Markt. Die sind außerhalb des Marktes. Und das Haus, das können wir auch direkt abreißen. Stimmt, da habe ich nicht drauf geachtet. Okay, wieso ist das weg? War das so, wenn eine Ecke hier... Das war, glaube ich, so eine Scheiße. Wenn eine Ecke da raus ist, das reicht schon. Das muss komplett da drin sein. Ja, ganz klar. Das kriegen die nämlich keine Sachen dran. Können wir das hier schon mal... Oder? Ja, das geht wohl noch. Bei Straßen muss ich hier nicht unbedingt zwischenbauen. Oh, wir haben wieder Plus. Ach, guck mal einer an. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass wir das noch hinkriegen. Okay. Aber wir haben ja immer noch hier einen Salzmangel. Kaufen wir das Salz immer noch ein. Ja, wie viel? Hä? Achso, das war ein Anzeigefehler, okay. Wir kaufen... Na? Achso, das ist ja 15 Jahre, alles klar. Ich bin noch blind. Die Zahl steht doch da drüber. Ich erwarte ja immer noch, dass wenn man mit dem Mauszeiger rübergeht, dass das dann erscheint, aber ist nicht immer so. Oh! Ich habe so das Gefühl, dass er uns einige Sachen verkauft hat. Ein Brand wütet in eurer Stadt! Ja, nee, Stoffe, das sind wohl unsere eigenen, die wir gerade hergestellt haben. Salz auch nicht. Vielleicht kann man die Holzfällerbuden jetzt dicht machen. Wir brauchen so viel Holz, brauchen wir jetzt im Moment nicht. Und dann ist die Bilanz wieder besser. Das muss man bei Anno 1503 echt so strikt immer machen. Bei 1602 war es ja noch nicht so interessant, aber wenn wir hier wirklich was nicht unbedingt brauchen, dann müssen wir es auch erstmal stilllegen für eine Zeit, bis wir es wieder brauchen. Ansonsten kann ich hier, glaube ich, nicht wirklich was stilllegen noch. Oh, Siedler. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir zufällig irgendwo Bürger haben. Wir haben nur Siedler hier, ne? Ja, das sind alles Siedlerhäuser. Das sind wahrscheinlich auch dann richtige Steinhäuser. Brauchen wir mit Sicherheit auch Steine, die wir ja haben.
Was ist denn, wenn ich jetzt spaßeshalber einfach mal sage, nee, ich müsste erstmal eine Kirche bauen, richtig? Was kostet denn die Kirche überhaupt? Die wird hier sein, so. Eine Kirche. 1600? Okay. 9 Werkzeuge? Ach, wir haben auch gar kein Werkzeug mehr. Haben wir hier denn Werkzeug? 10. Okay, das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Ich habe ja kein Schiff. Und ich kann auch... Ich wurde nicht die Fischerhöhle. Ich kann auch kein Schiff bauen. Scheiße. 10 Tonnen Seile. Die werden wohl reichen, oder? Ja, 5 Tonnen brauchen wir nur. Kostet beides dasselbe. Okay. Ich denke aber mal, wir werden wieder ein Kriegsschiff bauen. Damit wir uns zumindest ein bisschen verteidigen können. Ist aber echt blöd gelaufen. Wie gesagt, ich brauche eigentlich mittlere Größe. Das kleine reicht ja schon nicht mehr. Genug Kanonen haben wir, ja. Aber wir haben auch nicht das Geld irgendwie. So. Machen wir es mal schneller hier. So, hat er uns was verkauft? Wieso verkaufen die uns eigentlich nichts? Sind wir so schlecht? Haben wir so schlechte Preise? Machen wir mal 30 hier. Ich brauche das ja unbedingt. Werkzeug jetzt nicht unbedingt. Obwohl, Werkzeug auch, aber... Da können wir auch noch ein bisschen warten. Das ist ja nicht überlebenswichtig. Ja, noch haben die hier alles. Weil so langsam geht uns das hier alles aus. Ich hoffe, der Marktplatz hat hier noch was. Der Salzstand, der hat natürlich nichts mehr hier. Leder gibt's auch nicht mehr. Ja, es gibt nur Nahrung. Ah, schlecht. Jetzt müssen die auf ihre Vorräte hoffen und, ja, schauen. Der hat auch nur Nahrung, okay. Das ist echt ein bisschen blöd. Man sieht auch, das geht so langsam dann auch zur Neige. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ein flammendes Inferno bedroht. Ich hoffe, der hat jetzt endlich mal Salz. Könnt ihr mal Salz liefern? Ich bezahle da so viel für. Das kann echt nicht wahr sein. Guck mal, ich mache schon 30. Dann könnt ihr mir halt nur 10 Tonnen oder so liefern. Aber was soll's? 10 Tonnen sind besser als gar nichts. Da kann ich erstmal eine Weile nochmal überbrücken. Aber es geht ja gleich wieder ins Minus wahrscheinlich. Es brennt! Es brennt! Wo ist die Feuerwehr? Ja, die kommt wieder. Die ist schon da. Perfekt. Es ist gelöscht. Schreie rennen durch die Straßen. Es brennt! Ich glaube nirgendwo. Ich glaube nirgends. Hier kann ich sowieso kein Geld mehr sparen. Das ist schon alles auf Sparflamme. Ein flammendes Inferno bedroht euer Volk. Kann ich ja nicht. Mache ich hier auch Werkzeug? Bin mir gar nicht mehr sicher. Büchsenmacher. Schmied, ja, auf jeden Fall. Okay. Moment mal. Hat er 5 Werkzeuge? Ja, dann hol das doch mal ab. Kommt da gleich mal ein Markkran, der es abholt? Da liegen 5 Werkzeuge. Hallo. Okay. Oder wird das nicht abgeholt? Wird die 5 Werkzeuge, die wollen wir da doch auch nicht vergammeln lassen, oder? Die rosten doch nur dann weg. Wir brauchen das doch. Auch wenn ich hier nicht rüberkriege, aber naja. Irgendwann werden wir das schon hinkriegen. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann mal ein Schiff bauen können. Wenn uns irgend so ein verdammter Händler mal Stoffe liefern würde. Verdammt nochmal. Kann ich den Bürgern nicht die Stoffe streichen einfach? Warte mal. Ne, Kleider kriegen die gar nicht. Das war, glaube ich, das ist wahrscheinlich auch erst eine Stufe später. Ja. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das irgendwo anders noch verbraucht wird. Wir haben doch so viele Schaffarmen hier. Und Wolle haben wir doch auch nicht im Überschuss oder so. Guck lieber nochmal, aber nein, 0 Tonnen Wolle. Also scheinen die Webereien ja hinterher zu kommen. Ja, die kommen locker hinterher. Ich brauche mehr Schaffarmen auf jeden Fall. Mehr Farmen. Und die kann ich allein schon, weil ich kein Werkzeug habe, nicht mehr bauen. Ja, ich würde mal sagen, wir befinden uns in einer kleinen Zwickmühle. Und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr dann hoffentlich übermorgen um 18 Uhr.
Also schaltet dann wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.